Willkommen zurück auf unserem Kanal. Heute senden wir Ihnen alle 24 Stunden die neuesten Nachrichten. Beatrice Egli und Florian Silbereisen sind verärgert über die Einstellung des Restaurantpersonals. Bitte abonniere den Kanal und schalte die Benachrichtigungsglocke ein, um die neuesten Nachrichten zu aktualisieren. Beatrice Egli und Florian Silbereisen im Restaurant in Deutschland. Die Presse hat weithin berichtet, dass das Poppaar eine Zwei-Wege-Beziehung hat. Dies ist wahrscheinlich das größte Bedauern des Showbiz in diesem Jahr mit dieser Trennung. Das Bild des Paares war in den Augen junger Menschen und unzähliger Paare ein Symbol der Liebe. Aber jetzt mit den Trennungsnachrichten kann es nicht schmerzhafter sein als das berühmte Paar, das nicht mehr zusammen ist. Eine traurige Geschichte hat immer einen Grund und ich glaube auch an diese Liebesgeschichte. Während der Fashion Week in Paris sah man plötzlich die Anwesenheit von Long und Beatrice Egli auf den VIP-Plätzen und das Bild des lachenden und sprechenden Paares wurde schnell in Deutschland von einer Kamera aufgenommen. Trotz der Trennung ist das Paar immer noch so süß zusammen, dass die Öffentlichkeit denkt, dass die Trennung nur ein Trick zum Jahresende für die Fans ist. Aber als das Bild von Beatrice Egli und Florian Silbereisen, einem Topmodel der Welt, beim Essen in einem Luxusrestaurant in Deutschland enthüllt wurde, glaubte die Öffentlichkeit, dass Beatrice Egli und Long sich tatsächlich getrennt hatten. Ein paar Tage später folgte unser Model öffentlich nur Beatrice Egli, als öffentliche Verfolgung vor ihren Fans. Fans auf beiden Seiten sind sehr aufgeregt über diese Nachricht, nur Longs Fans schweigen. Bei Florian Silbereisens unverkennbaren Streben hat auch Beatrice Egli ihre eigenen Gedanken, aber sie denkt, dies sei nicht der richtige Zeitpunkt, um sich zu verlieben oder zu akzeptieren. Sie will mehr Zeit für ihre Karriere haben, zumindest vorerst. Beatrice Egli stellte fest, dass sie vor Liebe erschöpft war, ohne Zeit, ihre Energie aufzuladen, sie würde wie ein Baum sein, der Tag für Tag verdorrt. Liebe war ihr zu viel, deshalb weigerte sich Beatrice Egli, so ehrlich zu Florian Silbereisen zu sein. Florian Silbereisen hatte nichts dagegen, auf Beatrice Egli zu warten, und er sagte sogar, dass er in dieser Zeit der Heilung von Beatrice Egli erwartete, Florian Silbereisen als besten Freund an seiner Seite zu haben. Florian Silbereisen war so nett zu Beatrice Egli, dass Beatrice Egli einer solchen Bitte nicht zustimmte. Darüber war Florian Silbereisen überglücklich. Sie wissen es vielleicht nicht, aber Beatrice Egli litt nach der Trennung an Depressionen und musste unvollendete Projekte zur Behandlung abbrechen, in dieser Zeit neben Beatrice Egli nur Florian Silbereisen. Aus diesem Grund hat die Öffentlichkeit die neue Figur, die im Leben von Beatrice Egli auftaucht, nicht öffentlich kritisiert, sondern auch solche Segnungen erteilt. Wenn sie Schmerzen haben, ändern sich die Menschen natürlich, so auch Beatrice Egli. Sie hat gelernt, sich selbst mehr zu lieben, hat aber immer noch große Angst, ihr Herz für etwas zu öffnen. Hoffentlich geht alles gut, was ist mit deiner Geschichte? Vielen Dank an alle, wir aktualisieren die neuesten Informationen für Sie oder abonnieren unseren Kanal, um die neuesten Videos für uns zu erhalten.